Ja, wir haben extra, erstmal herzlich willkommen, wir haben extra nur euch ausgewählt, heute an der Lesung teilzunehmen. Wir wollen nicht immer jeden hier haben, das Gedränge und das Gequetsche. Wir sind Corona-Komfort, sagen wir mal so, ne? Wir halten uns an den Mindestabstand. Ja, das zahlt hin. So ungefähr, ja. So ungefähr. Ja, ich begrüße Sie heute. Michael van Aalen liest meine erste Langspielplatte. Da willst du gleich was zu sagen. Peter Nickel, der in alle Bands der Welt spielt. Ich sollte heute zufällig auch einen Tag frei gehabt und eine Möglichkeit, Michael zu begleiten. Ja, wir haben ein bisschen gehofft, dass natürlich ein paar mehr kommen, aber heute ist Montag und ist für viele Montag, ist Schontag. Aber vielleicht kommen ja wieder noch welche. Michael, ganz lieben Dank, Peter, ganz lieben Dank, dass ihr da seid und wir lauschen deren Geschichten. Also, es ist nicht meine erste Langspielplatte, ich weiß gar nicht, welche das war. Ich glaube, was ganz Klassisches, Altes. Wenn ich mich recht erinnere, eine Platte der Concert Hall, Beethoven erstes Violinkonzert. Ja, ich bin zum Rock-Pop erst sehr spät gekommen. Meine erste Rockplatte war Rubber Soul von den Beatles, glaube ich. Das muss irgendwann in den 60er Jahren gewesen sein. Gut, sondern das sind Geschichten aus diesem Buch hier. Meine erste Platte, Liebeserklärungen, ja, an Schwarzes Gold, kann man ja sagen. Da stehen dann so Namen drauf wie Götz Alsmann, Eckart Henscheid, Hera Lind, Birgit van der Beke, Angela Merkel ist auch drin. Die lese ich nicht, sondern ein paar andere Geschichten von weniger prominenten Zeitgenossen. Beginnen tut das dann gleich 1965, aber erstmal spielt der Peter ein Stück, oder? Mhm. Gut. Ganz klassisch. Aber du kannst sie wenigstens auf ein Bein stellen, wenn du schon mal dabei bist. Ich habe auch gemerkt, dass ich meine Blockflöte heute gar nicht eingestellt habe. Jetzt hat man gemerkt. Thank you.
war sie also, die Platte, die meine Eltern ärgern, die Schulkumpels beeindrucken und bei den Mädchen das erwünschte Igitt-Gefühl hervorrufen sollte. Typen mit Haaren fast bis zum Hintern, grimmige Mienen, Jeans in Nietenjacken auf nackter Haut und Hose mit Elefantenschlag. Ich konnte mich gar nicht satt sehen an dem Plattencover mit vier entschlossen dreinblickenden Burschen vor einer billigen Pappmaché-Kulisse. Das sah doch schon mal nach Rock aus. Rock mit Ausrufezeichen. Mit vor Aufregung feuchten Fingern zog ich die schwarze Scheibe aus der Hülle und legte sie auf meinen nagelneuen Dual 1228 Plattenspieler. Zuerst Seite 2. Deren erster Song war der Grund, weshalb ich mir nach einigen Singles nun erstmals von meinem Taschengeld eine EP gekauft habe. Fragte, was ich mir denn zum Geburtstag wünsche. Ich antwortete, Udo Jürgens und die Fußballnationalmannschaft. Jetzt liegt die Platte wieder vor mir. Buenos Dias, Argentina, Udo Jürgens und die deutsche Fußballnationalmannschaft für die WM 1978. Der blaue Rand, der das Frontcover umgibt, ist angefressen. Aber am meisten fällt mir das alte Areola-Zeichen auf, das der Grafiker in die Mitte platziert hat. Es hat den Charme einer anderen Zeit. Erinnert ihr euch an das frühere Emblem der ARD, diese zwei Spiralen, die ineinander verwoben sind wie eine Acht? Ja, das kannst du laut sagen. Aber bitte mit Sahne. Ach, hör doch auf. Wer spricht schon vom Verlierer? Keiner, sage ich euch. Das Fußballballett, der Österreicher oder was? Das Spiel ist aus. Wohl wahr, wohl wahr. Er hält den Ball. Wer? Sepp Maier? Denk an mich, kleines Mädchen, verdammt, wen interessieren Mädchen? Den schlichten Titel Elvis und ist 1978 auf dem Label Amiga, also in der DDR, erschienen. Und die Geschichte heißt VEB Graceland. Meine allererste Popplatte erwarb ich unter schwierigen Bedingungen, um nicht zu sagen unter Beibringung von Opfern. Das lag daran, dass die DDR dem westlichen Pop aus ideologisch-beschützerischen Gründen nicht so freundlich gesonnen war und das Volk deswegen sehr kurz hielt. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch, wurde in den Plattenläden der Republik ein Titel westlicher Populärmusik zum Preise von 16,10 Mark der DDR angeliefert, in geringer Menge. Die ungepflegte Beat- und Rockmusik war 4 Mark teurer als die Klassik. Man wusste allerdings vorher nicht, was für ein feindlicher Plattentitel verkauft werden würde, reihte sich aber für alle Fälle immer in die minütlich wachsende Schlange vor dem Plattenladen ein. Die ersten standen so gegen 7 Uhr morgens da. Um 9 Uhr öffnete die volkseigene Handelseinrichtung. Manchmal regnete es.
Immer war es langweilig, oft war es frostig. Die Unbilden der Witterung und Umstände haben mich vergessen lassen, wie alt ich war, als ich in den Besitz meiner allerersten Popplatte war. Es handelte sich um einen besonders scheußlichen Mittwoch in Eisenhüttenstadt, grau, kalt, auf famose Art unfreundlich. Da stand ich nun inmitten muffiger, frierender, nicht Gutes erwartender und dennoch ausharrender Werktätige. Ich in meinem blauen Westjeans mit meinem roten Westpulloverchen und wartete darauf, dass die Herrin Verkäuferin der Lizenzplatten uns den Zutritt ins Allerheiligste gestattet. Meine Haare hatte mir Mama über Nacht zu 1000 dünnen Zöpfen geflochten, was schrecklich zwickte, damals aber große Mode war. Ich hatte ausnehmend schlecht geschlafen, es wurde 8.30 Uhr, es wurde 8.50 Uhr, wir standen und trampelten mit den Füßen und standen. Neuankömmlinge stellten immer die gleiche Frage: Wisst ihr schon, was es gibt? Nee, giftete es zurück. Jeder Neuankömmling war schließlich ein Konkurrent im Rennen um die knappe Lizenzware. Endlich klapperten die Schlüssel, die Menge drängte in den Laden. Links Audio- und Phonogeräte in bescheidener Auswahl, rechts Amiga, Eterna und Litera in noch bescheidenerer Auswahl. An diesem Mittwoch gab es Elvis Presley. Elvis Presley fesselte mich ungefähr so stark wie Anneliese Rothenberger oder Hermann Prey, zwei Favoriten meiner Mutter. Ich hatte mir also wegen Elvis Presley, diesem kleinen, angeblichen König, die Beine in den Bauch gestanden. Was für eine Ernüchterung, ja Enttäuschung allererster Qualität. Schlug ich mir die kostbaren Nächte nicht mit den Rolling Stones um die Ohren, mit Led Zeppelin, den Tangerine Dream, Black Sabbath, Uriah Heep, allenfalls noch Neil Young, diesem weinerlichen, aber immerhin gut aussehenden Jammerlappen. Jetzt starrte ich grimmig auf Elvis Presley. Selbstverständlich kaufte ich die Platte. Erstens stand man in der DDR nicht umsonst an, man konnte ja sein erworbenes Gut immer noch gegen ein anderes knappes Gut eintauschen, und zweitens dachte ich, dass meiner Mutter dieser Elvis-Scheiß gefallen würde. Meine Mama hatte nämlich in den 50ern in ihrem Dorf als Königin des Rock'n'Roll reüssiert. Mama strahlte: Elvis, der hat sogar deutsche Volkslieder gesungen. Elvis ölte den Plattenteller mit Wagenladungen voll Weitspüler in der Stimme. Muss sie denn zu uns Städtele hinaus, grässlich. Er sang nicht einmal Städtele mit T, sondern wirklich Städtele. Ich litt unsagbare Qualen, ich schämte mich. Ich wollte nicht mehr leben. Plötzlich die dramatische, ja erlösende Wende. Was war das? Zu uns Städtele hinaus, Städtele hinaus, Elvis hatte einen Sprung in der Schüssel. Ha! Schlagartig besserte sich mein Befinden. Das Städtele rächte sich fürchterlich an Elvis und wollte ihn einfach nicht mehr loslassen. Das hat er nun davon, dass er sich einschleimt bei den Volksliedspießern. Mama war natürlich enttäuscht. Ich packte die Platte, trug sie frohen Schrittes zurück in den volkseigenen Laden und ließ mir den EVP von 16,10 Mark der DDR auszahlen. Eine neue, intakte Stereo-Platte konnte man mir glücklicherweise nicht geben, denn Elvis war schon längst ausverkauft. Letzten Sommer war ich in Memphis. Graceland habe ich selbstverständlich ausgelassen. Thank you.
ein Glas aus den Härten, was Klassisches. Mit dem wunderbaren Titel Das Pferd auf dem Kirchturm. Das ist eine Geschichte von Baron von Münchhausen. Und dazu gibt es noch andere Geschichten. Und dazu spielt ein Streichquartett der Neuen Philharmonie Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven, Dvořák und Josef Haydn. Nächsten Sonntag um 11 Uhr im Blashaus. Karten zum Vorverkaufspreis gibt es bei mir. Tageskasse ist 3 Euro teurer. Und dann am 24.07. ist auch ein Sonntag. Ab 15 Uhr eine Lesung im Garten. Und zwar in dem wunderschönen Garten von Judith Hupel. Tiefer Pfad 26, bitte sich die Adresse zu merken. Eine Lesung mit dem Titel Gemischtes Doppel. Das ist eine Lesung, die mache ich mit meiner Frau zusammen. Texte zur Zweisamkeit, Einsamkeit und so weiter und so fort. So, die letzte Geschichte. 1940, von Beruf Pädagoge. Die Platte ist 1980 erschienen, heißt Black in Black und ist von AC/DC. Metal macht stark. Meine musikalische Früherziehung fand auf dem Kirmesplatz statt, genauer gesagt auf der Raupe, jenem Karussell, das mich aus zwei Gründen anzog. Es hatte ein Verdeck, das uns für wenige Momente vor neugierigen Blicken schützte, und es spielte unablässig all die Schlager, für die im Elternhaus wenig Verständnis vorhanden war. Elvis Presley, Chuck Berry, Peter Kraus und natürlich Connie Francis. Meine erste virtuelle Liebe. Schöner, fremder Mann. Was konnte man außer Träumen schon machen, wenn man seine Kindheit und Jugend in den 50er Jahren in einem rheinischen Dorf verbrachte? Natürlich waren die zwei Wochenenden im Jahr mit der Raupenbahn etwas wenig. Und so vervollständigte ich meine musikalischen Kenntnisse bei Radio Luxemburg, einem Sender, der neben Werbung die Hitparaden der Popmusik rauf und runter spielte. Ja, und dann kamen die Beatles. Endlich eine Musik, die nur mir gehörte. Der Rock'n'Roll von Elvis war ja eigentlich nur von der älteren Schwester und deren Freunden und Freundinnen geliehen. Aber die Beatles blieben eine kurze Episode. Sie verspielten durch den Einsatz eines Streichorchesters bei Yesterday meine letzte Sympathie. Streichorchester. Das war das Symbol für die Musik der Eltern und der Lehrer. Ich dagegen liebte wilde Schlagzeugsolos. Meine Favoriten waren The Who, Keith Moon natürlich. Hatte ich sowieso noch nie verstanden. Mir reichte die Lautstärke. Je wilder und je lauter, umso besser. Black in Black war tatsächlich die erste Platte, die ich gezielt und alleine kaufte. Nach Dienstschluss bin ich gleich nach Hause und habe die Platte aufgelegt. Kopfhörer waren unverzichtbar. Musik von AC/DC musste dröhnen. Hells Bells den Kopf zerreißen. Given the Dog a Bone mitschreien. Die Musik ließ alle Fratzen der Vorgesetzten auftauchen, der Biedermänner und all derjenigen, die angeblich wussten, wie es so im Leben wirklich vor sich geht. Ich stand da, AC/DC im Hintergrund, vor dem imaginären Mikrofon. Und dann waren sie plötzlich da. Die Gefühle von Macht, Überlegenheit, überschäumender Vitalität und Fantasien, ein Star zu sein, mit den Blicken mich bewundernder Frauen spielen zu können. Natürlich sah mich niemand. Irgendwann werden kurze Hosen und lange Haare nur noch lächerlich. Aber das erzählt bitte nicht weiter.